Happy Halloween an einige Leute. Ich hoffe, ihr seid heute ein bisschen in Gruselstimmung und macht was Schönes. Vielleicht macht ihr was Schönes, weil Fortnite Sachen nicht schön. Es wird schön schaudrig, gruselig. Es geht um Sachen, auf die wir uns gefreut haben, aber die Fortnite uns nicht gegeben hat. What the fuck? Sei es ein Luke Skywalker Motorräder. Da sind auf jeden Fall Sachen dabei, die wir gerne hätten, die auf die wir lange warten. Aber auch gelöschte Features, die jetzt zu Halloween entfernt wurden, weil die einfach zu gruselig war für die gesamte Fortnite-Community, dass die reinkommen. Zu gruselig für die Menschheit, für die Existenz. Alleine den Leak auszusprechen, lief ein Schauder über meinen Rücken. Oder ich musste einfach nur auf Toilette gehen. Ich weiß es auch nicht. Fangen wir mit dem ersten Leak an. Und zwar schon eigentlich ist es... Es ist gruselig. Es ist gruselig, wie viele Sachen wir dazu haben, aber bisher nicht dazu erhalten haben. Oder vielleicht auch traurig. Genauso traurig wie der grüne Jizz hier an meinem Outfit, ne, ist tatsächlich Luke Skywalker. Schon seit Monaten, Season 3, haben wir schon die ersten Anzeichen und Teaser bekommen, dass Luke Skywalker in den Spiellateinen ist. Im Trailer gab es eine kleine Anspielung, einen viel zu kurzen Stormtrooper. Ne, gab es schon mal so einen Teaser. Dann gab es natürlich ein paar Insider, sag ich mal, Informationen von dem gleichen Kollegen, der uns auch Naruto geleakt hat. Naja, gut. Habe ich im Prinzip ja auch schon vorher, aber egal. Ne, gibt ja auch andere Quellen. Und er hat dann gesagt, dass natürlich ein Star Wars Luke Skywalker Bundle rauskommen soll. Noch mit ein paar anderen Charakteren wie Leia und so weiter. Es wurde sogar in den Spielerteilen in Season 3 das grüne Lichtschwert in den Spielerteilen gefunden und wurde reingepackt mit dem Titel Luke Skywalker Lichtschwert. Okay, Kühlschrank, chill. Ich öffne dich ja gleich. Und in Season 3 ist es nie passiert. Und so verging die Zeit. Bis Season 4, ne, Halloween ist jetzt auch am Start und schon vorbei. Ne, da kam rein. Und auch in Season 4 gab es wieder die nächsten Anzeichen. Das Lichtschwert wurde wieder aktualisiert. Der Name wurde angepasst. Ne, vom Design her wurde es mehr an Luke Skywalkers Lichtschwert angepasst und so weiter mit der grünen Farbe. Und wir gehen durch diese Season und es ist gar kein Anzeichen darüber. Man muss natürlich dazu sagen, wir haben noch zwei große Updates. Das nächste große Update kommt jetzt am Dienstag, am 1. November. Dort werden wir natürlich live streamen. Ihr könnt euch schon mal jetzt einen Wecker stellen, wenn ihr Bock habt. Gibt aber auch viele andere Streams. Und das ist das vorletzte Update diese Season, wo es dann natürlich so langsam Richtung Live-Event geht. Ne, also auch da wird es vielleicht auch langsam spannend, was dieses Update angeht. Aber ne, in diesen zwei Updates haben wir theoretisch noch Chance. Aber ich habe so ein Gefühl, das wird ein bisschen knapp. Es wird ein bisschen knapp, dass wir überhaupt irgendein Lichtschwert bekommen oder sowas, ne? Und deswegen erschaudert das immer noch jeden einzelnen Star Wars-Fan. Der Gedanke daran, dass Luke Skywalker in das Spiel reinkommen könnte, aber bisher nicht drin ist. Eine längst vergessene Seele, ein Geist in dem Leaking-Geschichten und dem Leak-Grab, was bisher nie rausgekommen ist. Wird er als Zombie wieder auferstehen? Wir werden es nicht wissen. Aber ist schon seltsam, ne? Was aber vielleicht wieder auferstehen wird, ist dieses Video im Algorithmus. Wahrscheinlich eher nicht. Ihr könnt ein bisschen dazu beitragen mit einem Like-Button, wenn ihr jetzt schon sagt, ey, das Video gefällt mir. Cooles Outfit. Vielleicht. Was auch immer. Sucht euch irgendeinen Grund aus. Vielleicht sitzt ihr auch gerade auf der Toilette und sagt, ne, ich fühle mich angesprochen. Dann bist du genau richtig hier. Like-Button reinhauen und natürlich ein Abo-Button, wenn euch das Video irgendwo empfohlen wurde. Auf der Startseite oder auf der rechten Seite. Und ihr allgemein natürlich über alle möglichen Games erfahren, wenn ihr hier auf dem neuesten Stand bleiben wollt. So gruselig, dass Luke Skywalker bisher immer noch nicht ist und wir immer noch diese Geschichte nicht vorausbekommen haben. So gruselig ist auch die nächste Geschichte. Und zwar auch ein sehr großer Favorit. Wir haben drauf gewartet. Season 4 war ein guter Kandidat dazu. Ist bis jetzt nicht rausgekommen. Und wir wissen nicht, wie der aktuelle Stand ist. Wann das jemals rauskommt, schwer zu sagen. Aber die Motorräder wurden auch in Season 3 schon in den Spieldateien gefunden. Dass Epic daran arbeitete, gab es schon die ersten Dateien dazu. Wurde dann auch immer wieder aktualisiert mit größeren Updates. Aber, ne, dass es dann in Season 3 rauskommt, war immer unwahrscheinlich. Season 4 war ein guter Kandidat, als große Änderung reinzubringen. Season 4 ist gestartet und es fehlt jegliche Spur von den Motorrädern. Die sind irgendwo verschollen in dem geistigen Motorradwald oder was auch immer. Oder von den Motorrad-Zombies, wie ihr da aufgefressen worden. Aber Season 4 kam. Wir haben zwei große Updates. Aber seien wir mal ehrlich, Motorräder in dieser Season sehe ich nicht mehr. Warum sollten jetzt einfach random ein Motorräder reinkommen, ne, ohne einen großen Season-Start? Das heißt, Motorräder sind eigentlich ein Kandidat für die nächste Season oder Chapter 4.
Aktuell sind ja die Gerüchte über Chapter 4, dass das reinkommt und so weiter. Na, und deswegen hoffen wir mal darauf, dass Motorräder in der Chapter 4 oder in der nächsten Season reinkommen wollen. Das wäre dann natürlich ein guter Kandidat dazu, das Ganze zu aktualisieren. Da so beliebt die Motorräder waren, zeigt einfach mal natürlich die ganzen Thumbnails, die ganzen Fake-Trailers oder Konzept-Trailers. Einige haben das ja als Konzepte gemacht. Auf TikTok wurde dann das als realer Trailer verkauft, wo man auf Motorräder rumgefahren ist und. Na, so das Übliche. Die Leute, die es erstellt haben, haben es halt eigentlich offiziell als Motorrad bzw. Konzept verkauft, wie das aussehen könnte. Gab es unzählige Sachen, so beliebt waren die Motorräder. Die Leute hatten Bock drauf. Und ich habe immer noch Bock drauf, weil das echt ein sehr, sehr, sehr spaßiges Fahrzeug sein könnte, ne? Einfach hier rumzudüsen, vielleicht auch wieder mit einem Combo-Counter oder mit einem Punkte-Counter, wie das Surfbrett, was auch Season 3 nicht rausgekommen ist. Passt aber auch nicht zu Halloween. Die nächste Geschichte im Leaking Grab aktuell, aber eines der frischesten Kandidaten und sollten wir immer noch nicht abschreiben, sind Drachen. Drachen gab es ja so ein Indiz, beziehungsweise eigentlich ist der ursprüngliche Leak ja, dass wir auf Tieren reiten, Flugtieren reiten können, also mit Tieren fliegen können im Prinzip. Wie ein Hubschrauber, nur mit einem Tier drinne oder drunter, dass man auf dem Tier sitzt und fliegt. Also wie ein Hubschrauber. Ja, also fliegende Hubschraubertiere. Könnt ihr euch jetzt bildlich vorstellen, waren die Leaks drin das war jetzt eigentlich relativ frisch zu Season 4 und deswegen können wir das noch nicht ganz so abschreiben, dass es wirklich irgendwie untergegangen ist. Dass es Drachen sein sollten, kam ja das Ganze eigentlich durch Tabor Hill so ein bisschen, dass das Drachen angesprochen wurden. Ob die dann in Chapter 4 jetzt auch reinkommen, beziehungsweise nächste Season, ist natürlich schwer zu sagen. Wäre natürlich ein guter Kandidat, wobei Weihnachten... Drachen? Schwierig, aber auch etwas in der Leaking-Geschichte und in der Leaking-Grab, was bisher leider nicht rausgekommen ist. Wir wissen, Fortnite experimentiert immer mit vielen Sachen, mit Tausenden. Manche Sachen werden experimentiert und eigentlich manchmal auch umgesetzt, manchmal aber auch wieder gelöscht, weil die nicht in das Spiel passen oder nicht cool waren oder nicht spaßig waren. So ist es nun mal gang und gäbe in der Spielegeschichte bzw. in der Spieleentwicklung. Cyberpunk hat tausende Sachen, sag ich mal, entworfen und versucht umzusetzen, die dann letztendlich gelöscht wurden und nicht umgesetzt werden. Gilt auch für alle anderen Spiele oder sowas, die rauskommen. Ne? Es gibt teilweise Spiele, die sehr, sehr, sehr weit entwickelt wurden, aber dann komplett gelöscht wurden. Da gab es auch schon. Es gab schon Trailer zu Spielen, wo dann die Entwicklung an dem Spiel einfach eingestellt wurde, weil das einfach nicht den Erwartungen entsprach. Die nächste Sache aus dem Gruselkabinett und was bisher noch nicht rausgekommen sind, ist tatsächlich sehr interessant und sehr passend zu Halloween. Und zwar Chrom-Zombies. Ja, Chrom-Zombies. Schon vor Season 4 wurde ja schon so einige Halloween-Dateien angepasst rund um Sturmkönig und so weiter. Sturmkönig ist nicht reingekommen. Lassen wir es mal stehen. Ne, aber eine Sache, die aktualisiert wurden, waren tatsächlich die Chrom-Zombies. Und das ist nochmal ein bisschen krasser, weil üblicherweise haben wir in den Leaks immer irgendwelche Sachen, die dann letztendlich vielleicht nicht rauskommen. Ist schon seit 5 Jahren immer so. Aber die Chrom-Zombies wurden sogar von Epic Games höchstpersönlich angeteasert. Und zwar im Ladebildschirm von einem Fortnite-Crew-Skin. Ich glaube, das ist der vom September. Kann sein aber auch, dass der vom Oktober ist. Dort sind tatsächlich einige Chrom-Monster zu sehen. Die passend zu dem Leak mit den Chrom-Zombies sind, ne? Jetzt ist aber Halloween. Das Halloween ist vorbei und wir haben nicht einen einzigen Chrom-Zombie gesehen. Oder ein Chrom-Monster. Irgendein Chrom-Blob oder so. Irgendwas in diese Richtung. Vielleicht hatten die ursprünglicherweise diese Idee. Die haben sogar schon die Bilder und Grafiken dazu erstellt, wie im Ladebildschirm. Aber letztendlich dann nie die Chance gehabt, das umzusetzen, weil vielleicht die Ressourcen fehlten. Vielleicht, weil das keinen großen Unterschied machte, ob die aus Chrom bestehen oder nicht. Wäre aber tatsächlich deutlich passender zu dem ganzen Halloween-Thema heute dieses Mal gewesen und eine andere Abwechslung, auch wenn die vielleicht von der Funktion her 1:1 genauso wären. Und so bleiben die Chrom-Zombies leider nur ein Schatten und versinken in dem Leaking-Grab, was wir dieses Jahr nicht bekommen. Höchstens wieder nächstes Jahr. Aber bis dahin werden wieder 1000 neue Sachen reinkommen, die theoretisch in einem Halloween rauskommen könnten. Genauso wie die Spider-Man-Handschuhe, ne? Spider-Man-Handschuhe wurden auch schon öfters aktualisiert jetzt in dieser Season. Passend dazu natürlich zu Spider-Gwen. Wir haben Spider-Gwen erhalten, ne? Ist im Battle Pass drin. Und Epic hat als Ersatz dazu natürlich die Grappler-Handschuhe rausgebracht. Die metallischen mit mechanischen, die nicht lizenziert sind. Diese Handschuhe wurden entfernt, als Vorbereitung vielleicht tatsächlich dann für die Spider-Man-Handschuhe. Aber bis jetzt fehlt jegliche Spur von den Handschuhen.
Genauso wie der Lenkraketenwerfer, wenn ich so drüber nachdenke. Ist das gruselig? Bestimmt. Bestimmt ist einer gerade total erschaudert und denkt sich, boah, Junge, ist das gruselig, Alter, dass die Sachen nicht rauskommen. Was auch immer der dabei denkt, Leute. Ist egal. Es ist Halloween. Nehmt's hin. Aber Spider-Man-Handschuhe, ne? Tatsächlich, warum bringt man die in Season 4 rein mit einem Update? Direkt im nächsten Update rauszubringen und dann im gleichen Zuge natürlich dann die Spider-Man-Handschuhe zu aktualisieren. Wie gesagt, wir haben noch 2 Updates. Wir haben noch 4 Updates insgesamt, beziehungsweise 4 Item-Updates in dieser Season. Ne? 2 große Updates, 2 kleine Content-Updates. Und Flugzeuge müssten irgendwo darunter sein. Lenkraketenwerfer theoretisch auch. Vielleicht auch die Spider-Man-Handschuhe. Also 4 Wochen haben wir noch, bevor die ganze Season zu Ende ist. Und uns das dann egal ist, weil wir uns dann auf das Live-Event konzentrieren. Und natürlich dann den Übergang zur nächsten Season. Ach, das wird schön, Leute. Ist nicht mehr lange, ne? 4 Wochen noch. 4 Wochen noch. 1.12. großer Sabaton-Stream. Jeder Sub-Minute länger. Es gibt Battle Pass, es wird Challenges geben, es wird Beinenthaarung geben, die schärfste Chili-Soße wird gegessen, die schärfsten Currywürste und was auch immer. Also es gibt eine Menge Bestrafung für mich, eine Menge Belohnung für euch. 1.12. Schreibt es euch auf. Wir werden mehrere Tage durchstreamen, solange es geht. Mit Schlafen, mit Duschen, mit mir und euch. Aber nicht mit Stranger Things. Stranger Things, sehr, sehr, sehr beliebt zu Halloween. Ist aber tatsächlich ein sehr, sehr, sehr schmales Thema, weil Stranger Things wird zwar immer wieder gern gesehen und die Leute wollen es auch sehen und es passt auch immer zu Halloween, aber es gibt absolut gar keine Spieldateien zu. Und trotzdem ist es sehr, sehr hartnäckig, dass natürlich Stranger Things in Fortnite reinkommt. Schon als Grim Gables reinkam mit dem Haus, hatte sehr viel Ähnlichkeit mit Stranger Things. Es gab eine Uhr da, die das Ganze anspringt, dass es mit Wegner was zu tun hat. Und, ne? Aber letztendlich gibt es absolut gar keinen Indiz dazu, dass wir Stranger Things in Fortnite jemals wiederbekommen. Ich weiß nicht warum, aber Stranger Things hat anscheinend keine Lust mehr mit Spielen mitzuarbeiten oder sowas, ne? Die Staffeln kommen, Staffel 2, 3, 4 und es ist nie was passiert danach noch nachträglich in Fortnite, bis auf natürlich die alten Stranger Things Sachen. Das ist so eines dieser Sachen, die zwar hartnäckig sind in Fortnite, aber eigentlich keine Basis haben und eigentlich immer wieder nur kleinere Anspielungen haben und Easter Eggs, die aber wahrscheinlich nie irgendwann zu einem realen Produkt werden. Aber vielleicht werdet ihr zu einem realen Produkt und zu einem realen Zuschauer, der sich gerne diesen Inhalt anschaut, weil ihr dieses Video enjoyed habt. Wenn ihr dieses Video enjoyed habt, geht gerne auf diese rechte Seite, dort findet ihr noch ein weiteres Video, wo ihr draufklicken könnt. Schaut es euch an, gibt auch andere Spiele, wie zum Beispiel COD Mobile, das findet ihr oben rechts auf dem i. Mit dem Like-Button könnt ihr mir natürlich zeigen, dass ihr dieses Video gruselig fandet. Mein Name ist Dennison Frake und das war F-Factor. Irgendwann denkt ihr, was ich gebe.